Windeln über Windeln. Wir machen Wickel. Ja. Wickelkinder. Sehr gut. So, ja, erstmal alles rausbringen. Und dann sehen wir wieder. Die bauen den ganzen Breitzeitplatz ein ringsherum. Das war also damals, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren her, die großen, also Messer, weil die Terroranschlag da gemacht haben. Ja. Jetzt wollen sie um 30 Jahre den Gregor Grenz feiern. Ja. Gedenkfeuer mit Gregor Grenz. Ja. Und gut gehauen. Hier unten ist auch die Hütte. Das trennen sie sich, da trinken sie ein Bier zusammen und versöhnen sie sich wieder. Dann bumsen sie wieder. Also, nee. So was, nee, also. Ist ja klar, die geht auf Tournee alleine, der geht mit der auf Tournee, dass sie laufen, alle. Jeder ist. Rumrüdeln. Einer Interesse. So, Baumscheiben gießen. Was habe ich bekommen? Bulettengeld. Ich fühle mich ein bisschen. Ja, bitte? Als wenn das meine Schuld wäre. Ist deine Schuld. 3 Euro Bulettengeld habe ich überwiesen bekommen. Dankeschön dafür. Von Marc wahrscheinlich. Aber habe ich. Jetzt hat sie mir Schichtbrot gemacht. Was heißt denn jetzt? Ich mache hier immer was zu essen. Da lacht selbst sie. Das macht sie. Also kommt gleich hin mit 3 Euro, wa? Der kennt sich aus. Der arbeitet da. Danke. Aufmachen, reinknallen. Was denn los hier? Warum läufst du nicht? Zuhauen. Hat sie erschrocken, hat mich gesehen und hat Angst gekriegt. Angst gekriegt? Felix ist da. Batterie alle, oder? Achso, jetzt verzwirbel ich sie hier einfach mal. Ja, da müssen wir mal Schrumpfschlauch drüber vorher. Aber erstmal jetzt zum Testen, meinst du? Ach so, nee, aber wenn es. Hä? Jetzt wird nicht beobachtet. Hä? Na, die Kamera ist kaputt gegangen jetzt. Funktioniert nicht mehr. Kaputt. Ja, kann man nicht machen. Die hat mich kaputt gemacht. Die ist ja gar nicht mehr an, die Kamera. Funktioniert gar nicht mehr? Ich sage, die ist ja gar nicht mehr an. Mal Strom. Nein, alles gut. Die ist einfach noch nicht angewiesen. Ach so, oh, das ist aber schade. Ich bin schon wieder so wenig umsonst gequatscht. Warum sonst ja nicht? Du redest ja sowieso, um dich selbst zu beruhigen, in Trance zu reden. Oder brauchst du das nicht? So, ich habe meinen Fahrradständer wieder, meinen Montageständer. Felix ist weg. Jetzt kann ich meine Bombe basteln. Jetzt geht die Ruhe wieder los. Thorsten ist auch weg.
Der Mann, der immer nur meckert, die ist schlecht, das schlecht, alles schlecht. So. Haben wir. Gott, ey. Oh Mann, was ist denn das? Oh, ich weiß ja nicht, was ich heute moderieren soll. Großartig. Große Langeweile. Nicht viel los. Schon 20 vor 3. Ich habe ein bisschen was zu tun, aber nichts Besonderes heute. Ja, wir zählen mal so einen Kurzvlog wieder. Mal sehen, was noch passiert, aber bis jetzt war eben nichts Besonderes dabei. Kurzvlog. Auch los. Jo, mein Kawasaki Green Team halt mal kurz. Von 89. Green Team GP1. Kawasaki. Na geil, Mountain LX. Die wurde nur 1989 gebaut, ein Jahr lang, soweit ich weiß. Ist halt sehr selten, das Ding. Schönes Rad. Wird vielleicht heute verkauft. Mal schauen. Okay. Next. Auftrag. Okay, was haben wir hier? Der kam zu mir, weil er nicht klarkommt mit dem Reifen und der Felge. Zu sagen, der Reifen ist natürlich viel zu, er ist doppelt gelegt hier. Der Reifen ist natürlich viel zu dünn für diese dicke Felge. Der kann nicht ordentlich sitzen. Wir gucken dennoch mal, ob ich das hinkriege. Aber wahrscheinlich eben nicht. Puncture! Mann, ey, also ist, ey, als hätte ich eine Eingebung gehabt, dass ich den doch nicht mehr einbaue. Ha! Naja, das geht ja leicht ab hier. Das ist ja ein leichtes. So, wo wir jetzt? Jetzt brauchen wir eine Mutter und dann ist das schick. Oh Gott sei Dank. Das Gewinde geht noch. Das war meine Befürchtung.
Wenn die Dinger sich nämlich lose treten, ja, der ist ja gefahren, bis das Ding fast abgefallen ist. Und dann war die schon schief hier, ne, diese Achsmutter? Tretlager-Schraube. Und da war meine Befürchtung, dass der Gewindegang schon ausgelutscht ist. Ist er auch ein bisschen am Anfang tatsächlich, aber die greift tatsächlich. Und jetzt kann ich es einfach festschrauben. Und sie kriegt einen gebrauchten Tretarm ran und ne, müssen wir nicht das ganze Lager tauschen, das wäre ja... Das Rad wirtschaftlich eigentlich nicht wirtschaftlich. Obwohl sie ja, kann man aber auch festschrauben hier, oder? Sie sagt, der Ständer hält nicht. Na, greifst du auch oder? Den Ständer auch noch fest. Mann, 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 die Leute, so ein bisschen Streitmittel drin. Okay, und dann ist mir ihre Kappe, Abdeckkappe hier runtergefallen. Wenn ich überlege, was das für Videos sind, die ich mache, ey, sowas von nicht, überhaupt nicht trendy. Und wen interessiert denn das, ob ich hier rostige Schrauben drehe? Musste so machen, musste so machen. Was ist das? Habt ihr das gesehen? Oh, das muss ich euch zeigen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ansatzweise schon, aber noch nie so weit voran geschritten. Bremse, Vorderrad. Da fehlt auch was. Denksportaufgabe. Was fehlt hier an dieser Bremse? Die Lösung im nächsten Heft. Ich fass es nicht. So, jetzt sind 5 Minuten um. Habt ihr die Lösung rausgefunden, was fehlt da? Also wenn man 5 Minuten braucht, um da drauf zu kommen, was da fehlt an der Bremse. Ey, schaut mal, Alter, die gute Dame benutzt diesen Bremszug als Säge. Sie hat hier schon erfolgreich die Einstellschraube durchgesägt. Mal gucken, wie weit sie noch kommt. Ich staune aber. Ich staune aber tatsächlich, dass der Zug nicht durchgeht. Der geht nicht durch. Der hat hier die ganze Einstellschraube durchgesägt schon mittlerweile. Allerdings der Zug selber hält noch. Unglaublich, die Leute. Solltet ihr vielleicht sagen, dass sie einen neuen Bremszug braucht? Sie lacht immer so schön. Wieso zur Hölle? Also neues Lenkerband hat sie gewickelt. Ja, das hat sie gemacht. Ja, sie hat neues Lenkerband gewickelt. Ja, sie ist ja offensichtlich sowieso Freund von vielen bunten Bändern, wie man sieht. Also das Fahrrad heißt auch Merlin. Ja, passt gut auf Merlin auf, hat sie gesagt. Und ist ein Zauberrad. Ist, wie durch ein Wunder ist sie noch am Leben, würde ich mal sagen. Also sie hat immerhin die hintere Bremse, aber die vordere Bremse? Fragezeichen, was ist damit los? Wollt ihr nicht am Leben bleiben? Wollt ihr euch das Leben nehmen? Oder merkt man das nicht? Tatsächlich? Dass es so nicht funktioniert? Fragen über Fragen, die ich jetzt nicht beantworten kann. Werde ich sie nachher mal darauf ansprechen und mal schauen, was sie sagt. Naja, wie gesagt, hat ja auch nicht gemerkt, dass der Tretarm abgefallen ist. Haben wir repariert. Das ist in Ordnung. Die Bremse muss definitiv gemacht werden. Ja, mache ich ein ganz großes Ausrufezeichen, Bremse. Und dann rede ich nachher mit ihr. Ich hatte ja die ganze Zeit die Brille noch vom Flexen. Ach, ich verjährst das jedes Mal.
Oh, cool, sieht denn aus. Oh, ich will da rum. Aber, muss ich gerade auf Video, muss ich das hier aufnehmen? Mein Sattel ist abgefallen. Hä? Ich weiß nicht, irgendwas. Nee, auf Video aufnehmen musste ich deine fantastische Vorderradbremse. Ich weiß nicht. Warum? Ich hab's versucht, ich krieg's nicht hin. Ja, aber da fehlt doch auch was. Was fehlt denn da? Ja, und ohne das hast du hier nur ein Sägewerk und du sägst langsam diese Ding durch. Das nutze ich gar nicht. Die Bremse benutzt du gar nicht. Ja, aber es ist doch, guck mal, es ist schon eingesägt. Da. Okay. Siehst du den Schlitz? Ja. Fantastisch, mach weiter so und dann fällt es wohl. Nee, dann musst du das machen. Ja, das musst du mal machen, weil nur die eine Bremse, ey Mann, irgendwann bist du echt mal unterwegs und dann ballerst du irgendwo hin oder so. Das wollen wir nicht. Ich habe ja schon 5 Euro dabei. Ich muss schon mal los. Ich wusste ja nicht, ob das passt oder nicht. Ja, guck, hier ist. Sieht fast aus wie die alte. Ist ja aber nicht. Hat geklappt noch mit dem Lager. So, dann habt ihr ja gehört, sie benutzt die Bremse gar nicht. Das erklärt natürlich alles. Da brauchen wir so nicht reparieren. Die Jugend heutzutage. Lacht sie nur. Was treibt dich denn hier so früh? Oder ist es schon so spät? Hm? Halb 7, ey. 7? Ja. Da kommt ja der Chef gleich. 40 ist es ja schon. Chef? Hä? Der Chef? Ja, Felix. Ach, wo denn Chef? Felix, der Chef. Ja, sag mal, kennst du Felix nicht? So der Chef vom Laden hier. Der hat den Durchblick, der weiß Bescheid, der kennt sich aus. Der wird dir was erzählen. Ich meine, der Junge ist ja gar nicht mal so schlecht. Der ist gut, das ist netter. Ja. Der ist ja gut. Ja, der ist ja nicht mal so netter Mensch. Gut, ruhiger ist netter Mensch. Netter Mensch. Aber eins hat mehr an sich. Der schnattert und schnattert und schnattert. Ja. Und dann marschierst du den manchmal ja nicht. Das ist ja ein Ding. Manche sagen das über dich. Ha? Manche sagen das über dich. Was? Der schnattert und schnattert und schnattert und manchmal versteht man ihn gar nicht. Ja. Gibt's auch. Siehst du, einige verstehen dich nicht, andere verstehen den nicht. Nicht, naja, wie du. Na, manchmal auch. Nein. Aber so ist es, so ist es. Mal der eine, mal der andere. Der ist ein Netter, der ist cool. Ich mag Felix. Ja? Ich mag Felix. Ja. Also, der muss sich nur ein bisschen in den Griff kriegen, wa? Ja, ich mag den ja auch. Ich mag den ja auch, aber du bist ein Mitläuter, ja, wa? Fliegen, irgendwelche hier, diese scheiß Eintagsfliegen. Ich mag den ja auch, muss ein bisschen mehr Ruhe sein, weil ich bin zu nervös. Ja? Das stimmt, der ist so aufgedreht immer. Naja, das ist immer, wenn er von der Kopf ist und bekannt hat, bevor man die Schritte los. Ja? Entweder macht der das verkehrt oder so, denn hat er das richtig gemacht, hat er das verkehrt gemacht, wie ich meine, ja, so wie gestern, ja. Das war gestern? Ich kann man nicht erinnern. Ob der Mantel war. Ach so, das hat er nicht. Ja, gestern, das hat er. Einen kaputten Mantel kann man natürlich nicht. Einen kaputten Mantel kann man natürlich nicht wieder rausheben. Das war gestern. Naja. Da muss man dem Kunden schon sagen, du pass auf, das geht nicht. Ja, bitte? Sie wünschen? Ich hab Geld. Das ist sehr gut. Bitte werfen Sie es kiloweise hier runter. Bier ist meine bessere Fall, Hälfte. Auf jeden Fall günstiger. Bier ist meine bessere Hälfte, ja, und schweigsamer. Reden du noch zusätzlich zu mir. Ey, Mann, der Dieter Jan, ist keine Zeit denn mehr für dich. Ja, und wie ist der allgemeine Zustand? Soll ich bei allem nach Deutschland hin? Ach, du meinst jetzt gar nicht in Luftdach? Nee. Oh, so. Wie ist der allgemeine Zustand? Zugemacht und ja, ist okay, kein Spiel. Kette war übelst zu Dings hier. Hier, das ist doch viel zu eng hier. Das sammelt doch schon Dreck hier oben. Ja, das ist doch gut, das ist gerade richtig. Das war, weißt du, wie viel Dreck da noch macht? Haben wir da so geredet, das war komisch. Hier, hallo. Ich dachte nämlich von heute Morgen, dass der mich schon wieder denunziert über hier. Ja, ein bisschen viel. Ja, aber ich das. Oh, cool. Qualität.
Ach, gut. Hose. Eure Hose. Gut. Ah, gut. Ich dachte, er will mich wieder fertig machen, dass ich zu lange brauche. Oder? Nein, ja, von heute Morgen. Wer denn von heute Morgen? Ja, von heute Morgen mit dem Cruiser. Der Große. Hm? Welcher mit dem Cruiser, der Große? Der Große mit dem Cruiser, der hat meine Sachen versteckt. Und, ja, ja. Taub, du? Ich weiß halt seinen Namen nicht mehr. Tut mir leid, hab ich noch nie gehört. Thorsten. Thorsten. Das ist nicht der Name. Felix. Felix. Wie alt? Felix. Wie alt? Was ist gerade so? Du, alt. 34. Ich bin das ist Patrick. 38. Das ist Patrick. Ja. Patrick ist YouTube-Fan. Ja, cool. Cool. Ach, gut. Aber er kennt mich nicht. Na doch, er kennt dich. Ja. Ach so, ach, cool. Also ja, deswegen. So. Bitte, der Art. Ist eine 8 drin. Ja. Hm. Mann, lass mich. Er ist voll pro, Alter. Ne? Ja, wenn du ne, kannst, du egal was. Egal. Und ruckzuck, bup, bup, knickknack, Speicherwechsel. Das macht innerhalb von 5 Minuten, wechselt der dir eine Speicher. Das ist ein Wahnsinn. Bitte mal hier. Hat er im Wald gefunden. Ja? In Tegel. Wow, cool. Ah, oh, nein, nein. Ah, okay. Hier. Oh, nee. Du Abbau. Vorbau, ja. PCB. Nein. Ich bin weg. Ja, gut, dann machen wir wohl Feierabend. Machst du einen Grund, um 9 da zu sein? Schaffst du das, um 9 da zu sein? Ja. Sehr gut. Sehen wir uns morgen um 9. Und wir sehen uns dann auch morgen wieder. Macht es gut, bis dann, ciao, schlaft gut, denkt dran, abonnieren, gut finden, kommentieren und ja. YouTube-Kanal. YouTube. Also, bis dann, ciao, ciao.